So, hallo meine lieben Freunde. Ich habe mich noch dazu entschlossen, eine weitere Folge Horizon Zero Dawn am heutigen Tag abzudrehen. Und wir machen dann eigentlich auch direkt mit den Hauptquests weiter. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Übrigens, ich bin Daudinator. Und wir haben ein gutes Stück noch vor uns. Ich habe jetzt mal vor, auf jeden Fall diese Hauptquest auf jeden Fall noch zu machen. Und dann in den nächsten paar Folgen werde ich, denke ich, noch die Langhälse hier abschließen. Die zwei, die noch übrig sind. Und die Brutstätte, die doch da noch über ist. Moment, jetzt muss ich gerade mal noch gucken, ob das auch wirklich noch die einzigste Brutstätte ist. Das sieht sehr danach aus. Ich denke mal, hier wird auch noch eine Brutstätte sein. Und dann kommen wir, glaube ich, schon bald dem Ende entgegen. Ich glaube, das Spiel haben wir bald abgeschlossen, so wie das fast schon aussieht. Aber ich denke mal, eben, das ist ein Spiel mit, da kannst du noch so viel machen, die Bruchstücke zusammenfarmen, die Metallblumen zusammensammeln und die dickste Rüstung bauen, die es überhaupt gibt. So, wo sind wir denn? Ich wollte gerade noch was gucken. Fortschritt kann man hier zum Beispiel angucken. Aktivität 3 Langhälse. Unbekannt. Banditenlager. Brutstätte 3. Verdorbene Zone 2. Quests. Haupt 8 Neben. 4 Aufträge. Schattenobjekte. Outfit 1. Waffen 4. Maschinen gescannt, 21, Sammelobjekte, Banuk-Figur 1, ja, und eben die kann man dann auch noch zusammensammeln, die Sammelobjekte. 92 Maschinen habe ich bisher erledigt. Ja, ich habe wenig Lachs geschossen. Datenpunkte können wir auch jede Menge zusammensammeln. Eben, hier gibt es verschiedene Sets, die man zusammenbauen kann. Das können wir dann noch irgendwann mal angehen. Haben wir jahrelang für Meridian gekämpft und jetzt ist der Sonnenfall. Ich kann mich noch ganz dunkel an diese Stelle erinnern. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeugs sammeln auf dem Weg. Gerade Reinholz wäre mal gut. Wie viel haben wir denn noch? 1633, hatte mal über 2000. Obwohl, ich kann noch ein paar Sachen machen. Ich habe nämlich garantiert noch jede Menge Schatzkisten rumfahren. Grüne Gegenstände. Das kann ich sicher noch gebrauchen. Und Heilpflanzen brauche ich auf jeden Fall noch. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Bei mir ist bald Feierabend angesagt. Oh, eine Metallblume. Metallblumen? Tja. Warum nicht? Ich weiß gar nicht, was ich mit denen anfangen soll. Voll schlimm. Da. Aber ich glaube, ich bewege mich zu Fuß fort, denke ich. Einfach nur, weil ich Loot brauche. Scheiß doch nicht in die Hosen. Oh fuck, da kommt jetzt auch noch ein zweites angelaufen.
Ja! Natürlich. Die ganzen Pflanzen, die ich zusammengesammelt habe, für den Arsch, Alter. Wollt euch in Ruhe lassen, ihr scheiß Drecksviecher, ey, ohne Witze. Na super, jetzt kann ich wieder mal von vorne anfangen zu sammeln. Es wird dunkel. Oh, dass ich noch keine Pflanzen gefunden habe, die im Prinzip über 24% Life-Rack geben. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut, warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Wird schon schief gehen, denke ich. Klettere den Hang hinauf. Ah, da sind sie. Ja, schon gesehen. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ich weiß auch nicht, was der Typ hier Probleme hat. Okay. Setz dich ans Feuer und wir unterhalten uns. Okay, rede. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Ganz schön zickig, der Typ. Also, ich habe jetzt gerade mal noch nachgelesen. Das ist tatsächlich Lance Riddick aus Lost, beziehungsweise The Wire oder Fringe. Und... Das wird ganz schön eng. Was? Eng? Bück dich, du Stück. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg kommen. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Oh je, du. Ich sag's dir. Also es ist auf jeden Fall Lance Riddick.
glaube, das Tier kriege ich nicht mit einem Schlag platt. Sieht aus wie so ein modifizierter Hahn. Oh, toll, voll daneben. Natürlich, du blödes Drecksvieh. Endlich Ruhe hier, scheiß Drecksviecher, ey. Ach, wenn es nicht auf die leise Art geht, dann muss es halt auf die laute Art gehen, nicht? Scheiße. Okay, sie ziehen ab. Gerade diese Vögel, die sind die schlimmsten, ey. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ach, hätte mal das jemand gesagt, dass man da hochklettern kann. Ey. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Oh, Plünderer, Stufe 15, Alter. Was wollte ich nachgucken? Ich wollte noch was herstellen, und zwar ein paar Tränke. Oh. Plünderer. Ah, die sehen aus wie Wölfe. Du bist nah dran. Du musst nach oben.
schön leise. Nur mal die Fresse halten würdest, dann wär's leise, aber so nicht, Madame. Super, wie soll denn da nach oben, Alter? Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Oh, Eloy! Los. Gott, die Hole. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Spreng bloß nicht darunter. Oh. Ah, super. Oh ja, tötet mich bitte. Danke. Ich hab nicht gesehen, dass da zwei sind. Ich hab nur auf einen geachtet. Oh, ist das ein Fuck. Kann ich euch sagen. Es ist ein Fuck. Es ist ein richtiger Fuck. Mann, 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 ey. Aloy, Aloy, Aloy. Ach, da ist der zweite. Es war schon seit Wochen nicht mehr da. Was treibt er nur die ganze Zeit? Versetzt sicher jemanden in Angst und Schrecken. Nicht allein. Ach, Mann, ey. Hier liegt eine Leiche. Du siehst sie? Sie sehen dich. Jemand hat einen von uns niedergemetzelt. Halt wachsam, ne? Oh. Und tschüss. Ich werde mal nachsehen. Mondblume.
Nein, welche Leiche? Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Endloses Graben, endlose Gefechte, endlose Warterei. Ich habe dies noch zusammen. Ich will nach Meridian. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Was war denn da? Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch. Als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Ganz schön viel gelabert, der Typ. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und Ach, halt die Fresse. Ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr, dem dazu zu hören, Alter. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war Warnung. Irregulärer Datenfluss in der Nähe. Mögliche Sicherheitsgefährdung. Warnung. Irreguläre Übertragungsquelle entdeckt. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Also erst mal gucken, wie ich da hochkomme, Alter. Alter, Aloy, grenzdebil. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Oh, das war eine Falle. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht,
Aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Danke, Mann. Oder du stirbst! Ich sehe selbst nie am Pfad. Beeil! Oh, ja, guter Witz! Aloy, spring nicht so weit! Bla 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 bam bam. Wie viel von deiner scheiß Viecher haben sie denn, ey? Also ich denke immer noch Hades ist eben diese komische KI. Kein Problem. Oh, ja, guter Witz. Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Hä? Das ist wieder so Spontanitätsrun, wo ich keinen Plan habe, wo ich langrennen muss. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Wisst ihr, ich bin alter Motherfucker und da klappt es nicht so gut. Aua. Soll das ein Witz sein? Beeil! Oh, ja, guter Witz! Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Oh. Warum schwimmt sie nicht einfach raus? Fuck, Alter, ich weiß immer noch nicht, wo ich langrennen muss, Mann. Leute. Ich beende auch gerade mal hier die Folge. Wir haben 28 Minuten erreicht und ich möchte die Folgen ja nicht so lange halten. Also wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr nichts mehr mit mir zu tun haben müsst, dann müsst ihr auch nicht mehr meinen Abonnenten-Button klicken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.